Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat sich dafür eingesetzt, die Vollverschleierung im öffentlichen Raum zu begrenzen, und wir werden das auch fortsetzen. Wenn Sie da operieren, sollten Sie auch Ihr OP-Besteck kennen. Dann aber in Richtung jetzt der AfD, bevor sie sich zu früh freuen. Wenn wir von den Moslems verlangen, dass die sich an unsere Regeln halten, tun wir selbst auch gut daran, uns an unsere eigenen Regeln zu halten. Der Antrag ist mit heißer Nadel gestrickt und ganz ehrlich, er strotzt von falschen Behauptungen. Sie behaupten, Burka tragen unterfällt nicht im Schutzbereich der Religionsfreiheit. Bis die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und sogar das EGMR-Urteil, das Sie zitieren, sagt, die Religionsfreiheit schützt auch das Burka-Tragen im Schutzbereich. So, erster Fehler. Zweiter Fehler. Ständiger Rechtsprechung eben nur durch kollidierendes Verfassungsrecht. Und dazu führen Sie substanziell gar nichts aus, denn das, was Sie hier behaupten und das, was Herr Curio behauptet hat, ist Oberunfug. Dass hier im Burg hier verfassungswidrig ist. Also völliger Unsinn, jetzt hier so zu argumentieren, machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig. Und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung. Sie sind weder die Retter des christlichen Abendlandes noch eine Rechtsstaatspartei. Machen Sie Ihre Arbeit ordentlich, dann können wir im Innenausschuss darüber diskutieren. Herzlichen Dank.